Ihr schaut in Level TV und hier seht ihr das LG HXF2 Portable, portable Festplatte. Die gibt es für 179 Euro, aber der Vorteil von diesem Gerät hier ist, es sind 500 GB schon integriert. Ich werde es jetzt nicht kaufen, denn mir ist der Preis ein wenig zu hoch. Aber wenn wir uns die Daten anschauen, es kann wirklich alles abspielen. Full HD auch, hat auch einen HDMI-Ausgang. 1080p sind kein Problem, alle Dateiformate auch sollten auch funktionieren. Mit dem HXF2, es wird ein HDMI-Kabel, SCART-Kabel beigelegt, User-CD-Kabel, Windows und Mac wird unterstützt und so ziemlich eigentlich alles. USB-Y-Kabel könnt ihr auch noch ablesen, das heißt, es braucht recht viel Strom, wenn ihr Daten draufspielen wollt, aber 500 GB externe kleine Festplatte, die ihr immer mitnehmen wollt, doch recht praktisch. Für mich ist die Größe von dem Gerät schon fast so groß wie von einem 2,5 Zoll Gerät und für 179 Euro kann man sich eigentlich auch so eine Western Digital TV Mini kaufen und noch eine 500 GB für 70, 80 Euro, mittlerweile manchmal auch schon für 60 Euro von anderen Firmen. Also ob das sehr praktisch ist, weiß ich nicht. Vielleicht will mir LG aber ein Testgerät schicken, denn ich werde es jetzt im Saturn nicht kaufen. Für Endeavor TV, das war das LG HXF2 Gerät mit Touchbedienung, HDMI-Ausgang, SCART-Ausgang und ja, eine kleine externe Festplatte für alle Leute, die always on the go sind und es einfach an den Fernseher anschließen wollen und Bilder, Videos und Musik anhören wollen. Vielen Dank fürs Zuschauen.